Hallo liebe Zuschauerinnen und lieber Zuschauer. Ich stehe hier heute in der Neuköllnischen Allee in Berlin-Neukölln. Es ist jetzt ca. 9 Uhr und wir haben den 3.1.2013. Ich stehe hier auf der Trasse der geplanten Stadtautobahnverlängerung der 100 vom Autobahndreieck Neukölln zum Treptower Park. Und wo ich stehe, haben heute früh Robin Wood-Aktivistinnen und Aktivisten einen Baum besetzt, der durch Fällung für den Autobahnausbau bedroht ist. Einen Baum von mindestens 650 Bäumen, die dem geplanten Autobahnausbau der 100 weichen müssen. Darunter mindestens 14 Denkmalgeschützte und mindestens 130 Jahre alte Platanen am Gartendenkmal am Treptower Park. Vielleicht nochmal zur Information für die Leute, die sozusagen nicht mit der Materie weiter beschäftigt sind. Die Stadtautobahn A100 in Berlin soll um 3,2 Kilometer vom Autobahndreieck Neukölln bis zur Anschlussstelle am Treptower Park im Bezirk Treptow verlängert werden. Die geplanten Kosten sind bis jetzt ca. 500 Millionen Euro. Aber Erfahrungen mit dem Berliner BER Großstadtflughafen zeigen, dass da sozusagen noch lange nicht Ende der Fahnenstange erreicht ist, dass sozusagen die Kosten nach oben offen sind. Nicht nur 650 Bäume müssen diesem Autobahnbau weichen, sondern auch zahlreiche Kleingärten und mehrere Wohnhäuser in Treptow an der Trasse an der Beermannstraße. Begründet wird der Autobahnausbau der Stadtautobahn 100 mit verkehrlicher Entlastungswirkung für die Innenstadt und andere Stadtbezirke sowie mit der Schaffung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum. Ich werde jetzt gleich einmal zu einem Aktivisten von Robin Wood gehen und ihn zu den einzelnen Details und Näheres zu der Besetzung des heute befragen. Und selbst wenn das hier noch Hochfahrtkranz wäre, wäre trotzdem ausgeschlossen. Mhm. Also wie gesagt, okay, kann es nicht sein. Mhm. Ja. Wir verstehen, dass da eben protestiert wird, das ist Meinungsäußerung, alles okay, aber wie gesagt, da oben sitzen kann ich okay sein. Wenn sie sich hier vorne hingestellt hätten, könnte man sagen, okay, das können wir stehen, solange wir wollen. Aber da oben müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Da finden wir Nachverwaltung dazu. Das wird jetzt gerade geklärt. Ich lasse meine Chefin jetzt schon kümmern. Ah, okay. Ja? Ich kann Ihnen nur sagen, eure Erfahrung sind nicht. Ihr habt es ja vorne in der Dieselstraße das gleiche Thema. Machen Sie mal bitte aus. Sie können hier alle filmen, aber nicht, wenn ich erzähle, ja? Da hat das gleiche Thema mit anderen Leuten, die gerade im Senat verwendet, Strafverfahrenschäden. Also hier als Beispiel. Ja, wir haben aber, die gemacht? Wir haben da drin ihr Haus in den Lauben noch. Hier drüben, oder wie? Na, angesagt, das ist ja weiter, da ist das gleiche in Grün. Da sind auch die ehemaligen Gartenkolonien, die geräumt werden mussten, also von freiwillig geräumt werden mussten von den Laubenkiefern da, die leer standen und dann eben Zweckerstände haben. Teilweise um Party zu machen, was man dann nicht verschwinden kann, als Jugendlicher muss ich immer einen Raum haben, wenn ich Party mache. Aber, oder dann auch als Wohnung, genutzt wurden von ausländischen Mitbewohnern. Weil es Rumänen, Bulgaren oder sonst nichts. Oh, okay. Ja. Aber das sieht ja so Leute, aus, ob die. Leute, die keine Wohnung hatten, oder? Naja, die auch keine haben wollten. Die einfach ein bisschen wieder weg. Oder die, deren Lebensstil ist es, ohne Wohnung zu leben. Auch möglich, ja. Auch möglich, ja. Aber was passiert denn jetzt? Das wird alles geklärt. Keine Ahnung. Kannst du mal nicht sagen. Okay. Ja, hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wie angekündigt vorhin, habe ich jetzt den Sprecher von Robin Wood neben mir zum Gespräch. Ja, seit heute früh ist ein Baum auf der Autobahntrasse von Robin Wood besetzt worden sozusagen. Ich wollte erstmal fragen, wer war außer Robin Wood noch an der Aktion beteiligt? Ja, der Baum ist jetzt von zwei jungen Männern hier besetzt worden, die auch Unterstützung hier von Leuten am Boden haben. Und einer der beiden ist Robin Wood-Aktivist, der andere ist hier stadtpolitisch aktiver aus Berlin, der aber keiner Organisation angehört. Ich hätte gerne eine Frage, ist das seit heute früh? Was hat sich bis jetzt getan und wie ist der aktuelle Stand?
Ja, die beiden sind so in den frühen Morgenstunden da in den Baum geklettert und haben sich da, wenn man so will, häuslich eingerichtet. Also die haben sich eine Holzplattform darauf gezogen und die mit einer Plane gegen Regen und Wind und Wetter geschützt ist und unter der sie auch schlafen können. Die haben Schlafsäcke, Isomatten, Getränke und Nahrungsmittel da oben, sind warm angezogen und fühlen sich offensichtlich wohl da oben. Also sind guter Dinge, wie man sieht. Es gab wohl zwischendurch Differenzen, wem nun das Grundstück gehört, wo der Baum steht. Differenzen kann man nicht sagen. Die Polizei ist hier irgendwann aufgetaucht gegen 9 Uhr oder 10 Uhr morgens und wollte wissen, was das hier für eine Aktivität ist. Und ist jetzt aber wieder abgezogen, weil es hier für die Polizei auch nichts zu tun gibt. Also die beiden befinden sich offensichtlich in einer Situation, die Polizei nicht lösen muss. Also die Polizei hat offensichtlich keinen Auftrag, hier irgendwie einzuschreiten. Also sozusagen der Eigentümer so denn, hat sozusagen keinen Räumungsantrag sozusagen gestellt? Also uns ist von irgendeiner Eigentümerseite keine Aufforderung zugegangen bisher. Übrigens, es war ein Vertreter des Senats noch vor Ort? Ja, es war wohl ein Senatsvertreter vor Ort, der aber wieder gegangen ist, ohne hier irgendwelche Aufforderungen oder Ähnliches zu tätigen. Wie lange wollt ihr hier bleiben? Also wie lange die beiden da oben bleiben, das müssen die selber entscheiden. Die sind schließlich die im Baum sitzen und wir hier unten, wir unterstützen sie halt, solange sie oben sind, mit Getränken und Nahrungsmitteln und allem, was sie brauchen. Es sieht aber so aus, ob die sich da für einen längeren Aufenthalt eingerichtet haben und auch willens sind, da vielleicht sogar die Nacht zu verbringen oder noch länger. Aber wie gesagt, das entscheiden die selber. Ja, ich möchte mal etwas provokant fragen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte vor kurzem entschieden, dass der Bau der A100 rechtsmäßig ist. Warum also diese Aktion jetzt? Rechtsmäßig heißt noch lange nicht, dass es gerechtfertigt ist, hier diese Autobahn zu bauen. Man sieht immer wieder, dass es sehr viele Leute gibt hier auch in Berlin und Bevölkerungsgruppen gibt, die das überhaupt nicht lustig finden, wenn ihnen eine Autobahn vor die Tür gesetzt wird, die Lärm, Luftverschmutzung, Dreck und Gestank in ihre Wohnviertel bringt und die obendrein vollkommen sinnlos ist. Die wird nicht gebraucht. Das ist ganz klar. Es leben ohnehin inzwischen sehr viele Leute in der Berliner Innenstadt ohne Auto, nutzen öffentliche Verkehrsmittel. Und das sind hinterher die Leidtragenden. Es wird obendrein sehr viel Geld dafür ausgegeben, die für andere Projekte wie den Ausbau öffentlicher Nahverkehrsmittel viel wichtiger werden. Ja. Es wird aber behauptet, sozusagen über die Senat und Bundesregierung behauptet, dass der Autobahnbau, also hier der Spezial A100, verkehrliche Entlastung bringt und auch Arbeitsplätze und Wohlstand und Wirtschaftswachstum. Realistisch oder was? Naja, also Leute werden schon dran verdienen, so ist nicht. Also wenn das gemeint ist, nur die Frage, in welchem Interesse ist das so? Also mag sein, dass der ein oder andere Arbeitsplatz für die Zeit des Baus geschaffen worden ist, aber es gibt auch gewichtige Gründe, die dem sozusagen auch entgegenstehen, das zu bauen. So, und die Interessen sind ja schon genannt worden. Also es gibt auch Leute, die sagen, okay, wir brauchen nicht noch mehr Individualverkehr hier. Man muss sich das vorstellen, also man führt eine Umweltzone ein und konterkariert das dann durch Autobahnbau. Das ist alles Quatsch so. Und es gibt auch, was auch passiert, also wenn man sagt, man spricht davon, dass man Arbeitsplätze schafft, man vernichtet hier auch Wohnraum, man vernichtet hier Gartenfläche, man vernichtet sozusagen Grün. Das muss man dann auch gegenrechnen und sagen, okay, ist es uns das wert? Und wir würden sagen, nee, ist es nicht. So, also für was auch? Für ein Verkehrsprojekt, was halt irgendwie so die versprochene Entlastung eben nicht bringt. Ja, Entlastung, ich meine, es wird ja immer gerne behauptet, dass Straßenbau Verkehrsprobleme löst, aber Erfahrungen aus anderen Straßenbauprojekten zeigen sozusagen, dass die Erwartungen, die vorher sozusagen geweckt wurden, bei Weitem nicht erfüllt wurden sozusagen. Also vielleicht nochmal das Thema Entlastung in Berlin? Die A100? Glaube ich nicht. Im Gegenteil, also die Autos werden ja irgendwo wieder rauskommen und es wird an der Stelle sozusagen auch wieder zu Verengungen kommen. So, also das heißt, die Frage ist, wie viel stehen die Autos an anderer Stelle sozusagen, weil einfach eine Autobahn dahin geführt worden ist. So, also wie viel Stau bringt es am Ende? Der Senat sagt auch, also klipp und klar sozusagen, dass die volle Entlastungswirkung ja erst mit dem 17. Bauabschnitt sozusagen wirksam wird. Das heißt sozusagen, der Bauabschnitt
vom Treptower, Anschlussstelle Treptower Park zur Frankfurter Allee halt. Aber dieser Abschnitt wird wahrscheinlich eher nicht kommen, weil das ist fast mehr als doppelt so teuer, also so geschätzte Kosten von 1,2 Milliarden Euro, weil der Bau sehr aufwendig ist. Da muss unter anderem die Gürtelstraße in einem Doppelstocktunnel unterquert werden. Zurzeit wird da am Ostkreuz eine Tunnelvorhaltemaßnahme für den eventuell geplanten Bau eingerichtet. Diese Vorhaltemaßnahme sozusagen verlängert die Bauzeit vom Ostkreuz um ein Jahr und kostet mindestens 20 Millionen Euro. Wieder einer wahrscheinlich, da die Autobahn nicht kommen wird, wieder ein sinnloses Tunnelbauprojekt, was Berlin den Ökoland sozusagen verunschaltet. Aber gut, ich bleibe dran und ich werde mich jetzt verabschieden und bin dann nächstes Mal wieder da und gucke, was hier sich abtut. In der Taz vom 4. Januar 2013 wird Christian Gebler folgendermaßen zitiert, Zitat: Es gab klare Entscheidungen. Wir haben Baurecht. In einer Demokratie gehört es dazu, Entscheidungen irgendwann zu akzeptieren. Nun, diese Aussage zeigt doch eine sehr obrigkeitsstaatliche Denkweise, frei nach dem Motto, wenn Autoritäten, in diesem Falle das Bundesverfassungsgericht, entschieden haben, dann hat das Volk gefälligst zu schweigen. Interessant ist natürlich auch, dass Christian Gebler von demokratischen Entscheidungen spricht. Ich habe den Eindruck, er war bis jetzt noch nie auf einem Planfeststellungsverfahren bzw. eines Erörterungsverfahrens. Diese Verfahren haben mit Demokratie ungefähr so viel zu tun wie eine Currywurstbude mit französischer Drei-Sterne-Küche, nämlich überhaupt nichts. Üblicherweise geht es in den heutigen Planfeststellungsverfahren nicht mehr darum abzuklären, ob eine Maßnahme sinnvoll ist oder nicht, sondern es geht einfach nur darum, sozusagen, wie eine Maßnahme sozusagen realisiert wird. Es wird sozusagen nicht darüber gestritten, ob denn zum Beispiel die Autobahn sinnvoll ist oder nicht, sondern es wird einfach nur darüber gestritten, tagelang, welche Farbe denn nun die Leitplanke hat oder ob die Stützwand der Autobahn nun grau oder rot sein soll. Ja, die Einwendungen und Einsprüche der Bürgerinnen und Bürger werden heutzutage nicht mehr abgewogen, sondern sie werden einfach weggewogen. Ja, die demokratische Entscheidungsfindung pro und contra für ein Projekt sieht später so aus. Im Erörterungsverfahren sitzt auf dem Podium eine hohe Anzahl hochbezahlter Beamter und Beamtinnen und Experten und Expertinnen und extra für das Planfeststellungsverfahren zu 100 wurde sogar eine teure, renommierte Anwaltskanzlei beauftragt. Ja, und im Publikum sitzen dann zahlreiche Einwenderinnen und Einwender, natürlich unbezahlt, und opfern ihre Freizeit dafür, dass sie nun ihre Einsprüche und Einwände den Vorhabenträger, also dem Podium vorne, vorzutragen. Dann gibt es noch einige Experten und Umweltverbände, aber leider hilft es nicht. Die Einwendungen können fachlich noch so fundiert sein, die Experten können noch so gut argumentieren, es nützt alles nichts. Sämtliche Einwände und Kritiken und Einsprüche, seien sie noch so fachlich fundiert und begründet, werden von dem Experten auf dem Podium mit nahezu gebetsmühlenartiger Wiederholung von Gesetzestexten und Allgemeinplätzen und heißer Luft vom Tisch gewischt. Also weniger demokratische Entscheidung, vielmehr lächerliches Schmierentheater. Nur ist halt in diesem Fall die Schauspielerinnen und Schauspieler auf dem Podium sitzen und die Zuschauer die Einwender und Einwenderinnen sind, die bestenfalls mal ein bisschen Buh machen dürfen. Ansonsten haben sie gefälligst brav zu applaudieren. Pikant an der ganzen Angelegenheit ist natürlich, insbesondere an der Aussage von Herrn Gebler, dass er sich auf demokratische Entscheidungsprozesse beruft. Pikant deshalb war es auch in der Vergangenheit die SPD in Zusammenarbeit mit der CDU, CSU und FDP, die durch Planfeststellungs-, Erleichterungs- und Verkehrswegebeschleunigungsgesetze wesentliche Bürgerbeteiligungsrechte außer Kraft gesetzt hat. Zum Schluss möchte ich noch einmal daran erinnern, es gab auch in der Vergangenheit verschiedenste Bauprojekte, die trotz Baurecht nicht realisiert wurden, aufgrund des Protestes der Bürgerinnen und Bürger. Ich sage nur die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf oder andere Projekte.